mich nicht täusche. Wow, das war knapp. Wenn es eingesammelt hat, gab es eben dieses Geräusch. Oi, habe ich das gemacht? Das ist ja cool. Das ist ja echt mega cool. Okay, die... Hallo und herzlich willkommen, hier ist Perface und willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe mit dem Booster-Streckenpass. Und zwar ist heute am 9.3.2023 die vierte Welle erschienen. Das heißt, zwei neue Cups sind wieder herausgekommen und deswegen will ich auch direkt mal loslegen mit dem Grand Prix. 150 Kubik Motorklasse und wir sehen schon Birdo. Birdo ist jetzt neu dazu gekommen mit der vierten Welle. Und das freut mich natürlich sehr und was mich jetzt auch überrascht, was ich richtig geil finde, ist, es kommen mindestens 1, 2, 3, 4, 5 neue Charaktere noch rein. Okay, damit ist meine Vermutung bestätigt gewesen vom letzten Part, worüber ich geredet habe, dass man davon ausgehen kann, dass noch neue Charaktere reinkommen werden. Ich weiß auch gar nicht, ob die das in bei der Ankündigung, ob die ja schon irgendwie erwähnt haben. Das weiß ich nicht, weil ich habe mir die Videos nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Und wir sehen auch schon, Birdo gibt es in sämtlichen Farben, so wie Yoshi und Shy Guy. Und ich würde sagen, ich nehme einfach mal Birdo in klassisch rosa. Und ja, ich nehme einfach das Cool Cabrio, die Slickreifen in violett und den Sonnenschirm. Und ich glaube, das Cool Cabrio habe ich noch gar nicht gehabt. Und wie wir sehen, Fruchtcup ist frei, sowohl auch der Boomerang Cup. Und Fruchtcup wollen wir mal direkt mal mit starten. Von Mario Kart Tour haben wir da die Ausfahrt Amsterdam. Also wir fahren durch die Niederlande. Und dann Game Advance Flussufer Park. Boah, habe ich gar nicht mehr im Kopf, wie diese Strecke war. Von Mario Kart Wii, die Donkey Kong Schikane, die kenne ich wohl noch ein bisschen. Und Yoshi's Island, die komplett neue Strecke, die ja auch schon angekündigt wurde. Und ich habe mich ja auch des Weiteren nicht spoilern lassen, also sämtliche Ausschnitte, die gezeigt wurden, so Videoausschnitte oder so, habe ich mir das gar nicht angeguckt, weil ich schon mal in Part auch erwähnt habe, lasse ich mich ungern spoilern. Von daher, die einzige Info, die ich wirklich habe, ist, dass Birdo eben... ja, zum Kader dazu gepackt wird und dass wir eine Yoshi-basierte, also eine Strecke bekommen, die eben Yoshi thematisiert. So, mit dem Cool Cabrio bin ich, glaube ich, noch gar nicht also richtig mitgefahren. Weiß nicht, wie das hier, ob das eine gute Idee war, weiß nicht, so Statistiken sahen okay aus. Mal schauen. So, schön, dass Birdo wieder mit dabei ist. Birdo war ja, glaube ich, das allererste Mal in Mario Kart Double Dash für die GameCube als Kartfahrer vorhanden. Damals hat sie ein Fahrer-Duo mit Yoshi gebildet. Und, ich glaube, sie war auch bisher in jedem Teil dabei, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Wow, das war knapp. Und, boah, wer legt denn da eine Banane hin? Die habe ich ja gar nicht gesehen durch die Rampe jetzt. Auf jeden Fall war sie, glaube ich, immer bisher dabei. Bei Mario Kart 7 und DS bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Mario Kart Wii war Birdo auf jeden Fall dabei. Und verdammt, Alter, geht die mir jetzt auf die Nerven. So, wie wir gesehen haben bei dieser Amsterdam-Strecke, da ist es ja so, dass das sich um eine Mario Kart Tour-Strecke handelt. Ne, da haben wir auch auf jeden Fall, wie wir gerade gesehen haben, sozusagen einen Innenstadtabteil. Dann sind wir gerade auf dem Land unterwegs gewesen. Und jetzt hier durch diesen Fluss da, also... ne, ist ja, Amsterdam ist ja bekannt dafür, so für die Boote und den Fluss und so, wo du da so, ja, diesen Kanal halt, ne, wo man den Kanal entlang fahren kann mit dem Boden und so. Also sehr elementar für Amsterdam. Haben sie schon ganz gut wiedergespiegelt, die Stadt. Allerdings war ich noch gar nicht in Amsterdam. Will ich aber mal hin. So. Jetzt müssen wir irgendwie mal anfangen. Oh, da sind wir, diesen Streckenabteil kenne ich noch nicht. Diesen schönen Blumengarten.
Sind wir noch gar nicht entlang gefahren jetzt hier? Jetzt muss ich aufpassen wegen die Kurven. Warum ausgerechnet jetzt, Blooper? Ich kenne diese Strecke hier gar nicht richtig. Ich werde so hart verlieren. Ich werde so hart verlieren. Oh. Oh, er hat noch einen richtig abgekriegt. Okay, erste Runde bestanden, würde ich sagen. Das war aber knapp, ne? Also ich glaube, Larry konnte förmlich schon meinen Furz riechen. Der war ja, der kam ja richtig nah dran, ne? Konnte seinen Atem schon im Nacken spüren. Und Larry hat Mundgeruch. Er sollte sich die Zähne putzen gehen. So, schlechter Witz des Tages. Los, Superpark. Boah, hab ich gar nicht mehr im Kopf, inwieweit, also ich finde, dadurch, dass die Game Boy Advance Strecken ziemlich, ja, eben Gameboy-mäßig aussahen, erkennt man die Strecken auch kaum wieder. Also wenn die überarbeitet sind, das ist schon ein gewaltiger Unterschied im optischen Sinne, so dass ich irgendwie gar nicht so wirklich mehr weiß, wo ich diese Strecke hinstecken soll, also... Ich könnte jetzt nicht sagen, aus welchem Cup des Spiels die stammt und irgendwie macht es bei mir immer noch nicht Klick. Obwohl ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber eben nicht so ausgiebig. Es war halt eben ein Game Boy Advance Spiel, ne? Ah, nein, ich war direkt rein. Ich wollte die Kurve noch kriegen, aber hab's sie nicht bekommen. Ja, schlechteste nicht, aber eben, wie man merkt, ziemlich kurz auch. Ne? Eine Runde war ganz schnell, meine Fresse, abgeschlossen. Was seid ihr so aggressiv, ey? Natürlich treffe ich wieder keine Sau. Mit Bananen jemanden zu treffen ist schon, da muss man schon Glück haben. Ab und zu gelingt es aber allerdings dennoch. Oh, Luigi. Oh, da war ja ein Pilz. Das ist gut. Wow, jetzt habe ich fast wieder einen Grün abbekommen. Also hier fliegen echt einen die Grünen um die Ohren. Das ist unglaublich. Jetzt muss ich wegen der Banane die Kurve so scheiße nehmen, Mann. Sonst wäre ich eh voll reingefahren. Also einen vernünftigen Drift konnte ich nicht raushauen. Natürlich. Sechster Platz und da kommt ein Kugelwieler an. Wollte gerade sagen, ey. Wenn er mich jetzt getroffen hätte, dann wäre es doch abgekatertes Spiel. So, ich bin Erster. Könnten wir doch noch schaffen. Jetzt darf nichts schief gehen. Also wenn jetzt ein Blauer kommt, wäre das echt miese. Und es kommt ein Blauer, wie ich höre. Und ich habe die Karte nicht eingestellt. Das ist schlecht, weil ich finde, bei neuen Strecken sollte man wenigstens die Streckenkarte sehen, um ungefähr zu wissen, wie die Kurven konzipiert sind. So. Und deswegen mache ich das einfach im nächsten Part. Habe ich vergessen. Verdammt. So, Donkey Kong Schikane. Ja, ich mache das im 200er Kubik-Modus einfach nochmal an, so die Karte. Beim 150er oder so als kleine Challenge können wir ja die Karte einfach auslassen, obwohl ich die wieder aus Versehen vergessen habe, so wie den letzten Part. So, Donkey Kong Schikane sagt mir auf jeden Fall was. Ich glaube, das mit den Rampen und den Shy Guys, ja, auf jeden Fall, da macht's Klick. Also die Strecke erkennt man dadurch natürlich wieder ein bisschen besser wieder als irgendwelche Game Boy Advance Strecken. Aber ich habe natürlich Mario Kart Wii auch ein bisschen ausgiebiger gespielt. Intensiver gespielt als Mario Kart Advance. Also Mario Kart Advance sage ich immer. Das hieß ja Mario Kart Super Circuit. Ich sage immer Mario Kart Advance. So eine Gewohnheit. Ich meine, ne, die meistens hießen die Mario Kart Spiele ja Mario Kart Wii, dann Mario Kart DS. Ab der 3DS Version fing das ja wieder an, so dass sie dann wieder mit einer Zahl begonnen haben, mit Mario Kart 7 und so. Da will ich nicht durchfahren. Okay, da kann man nicht durchfahren. Das geht nur höchstens mit dem Pilz. Aber wir sind auch auf dem 5. Ich will mir jetzt hier nicht die ganze... Oh, ich will mir jetzt nicht die ganzen Punkte versauen. Könnte aber dennoch passieren, dass wir keine 3 Sterne bekommen. Vielleicht hätte ich doch ein anderes Kart nehmen sollen.
Aber vielleicht sollte ich natürlich auch besser fahren. Aber hier wird man auch diesmal durchgenommen, glaube ich, ne? Also, so oft wie ich jetzt da schon getroffen wurde. Komm, das hält dann auch aus. Nee, scheiß auf die Itemkisten. Du! Immer diese Scheißkurve! Warum drift ich so kacke? Jetzt wird's aber Zeit hier. Komm, irgendwas Krasses. Ich mache immer dieselben Fehler und jetzt noch ein Scheigeil. Was ist denn mit mir los? Jetzt hab. Oh. Mein Gott. Ich sollte mal wieder öfters hier zocken. Leider. Deswegen ist auch, kommen auch zurzeit weniger Parts als sonst raus. Leider ist es so, dass ich sehr viel fürs Studium lernen muss. Deswegen, wie gesagt, seht's mir nach. Seid da, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber es geht leider nicht anders. Aber es kommt eine Zeit, wenn die ganzen Prüfungen gelaufen sind. Das wird auf jeden Fall spätestens so Ende nächsten Monat wird das alles gelaufen sein. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit hierfür. Und ich habe eigentlich, weil, wisst ihr, das Problem ist, ich habe manchmal richtig Bock und ich kann einfach nicht. Obwohl ich richtig Bock hätte, so weiterzumachen hier. Oh, jetzt habe ich wegen Luigi diese scheiß Itembox nicht bekommen. Das war's, Leute. Das war's mit den 3 Sternen. Nein! Oh, ich drehe durch. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Ich werde einfach die 3 Sterne noch nachholen. Mein Gott. Wie gesagt, schon mal im Voraus. Die meisten werden das vielleicht wissen, wer die anderen Parts gesehen hat. Aber ich werde dann einfach noch einen kleinen Part machen. Mit ein paar Ausschnitten nur, wo ich alle 3 Sterne in den restlichen Cups hole. Falls da irgendwas Witziges passiert. Irgendwelche Highlights nur zusammenschneiden. Sowas wohl. Und jetzt kommt die neue Strecke. Yoshi's Island. Klingt irgendwie voll komisch. Yoshi's Island hätten die es einfach doch nennen können. Klingt irgendwie besser. Ja, aber Island trifft es ganz gut. Hier sehen wir wieder natürlich ganz viele Eier. Und man hört schon die klassische Musik von Yoshi's Island. Oh, und da sind auch diese typischen Gegner. Die Shy Guys mit diesen Riesenstelzen hier. Aber die schon. Die, ich finde die jetzt schon ziemlich optisch cool. Also. Wäre nur schön, wenn jetzt irgendwie ein bisschen Birdo mehr auf die Tube drücken könnte. Und hier so ein bisschen den Turbo-Speed von der Karre hier rausholt. Das Cool Cabrio ist vielleicht ein bisschen zu cool. Es sollte mal irgendwie so ein bisschen heiß laufen hier. Und da hinten sehen wir schon diesen Blark oder so, ne? Ich glaube, ja, Blark heißen die. Diese lustigen Gegner, den man da im Hintergrund gesehen hat. Der da im Wasser sein Unwesen treibt. Das sind die Blarks und ich finde die ziemlich witzig, weil die einfach irgendwie komisch aussehen. So, Yoshi's Island. Da hatte auch Shy Guy sein Debüt. Nee, tatsächlich nicht. Was laber ich? Das war Mario, das war Super Mario Bros. 2. So, Freunde. Lasst euch hier von mir keinen Quatsch erzählen. Hab mich ja aber korrigiert. So, ist auf jeden Fall ziemlich cool hier mit dem Vulkan und auch die Münzen sind andere. Das sind diese Yoshi-Coins und wenn man die einsammelt, hört man auch dieses typische Geräusch. Wie von Yoshi's Island, wenn man die Münzen eingesammelt hat, gab es eben dieses Geräusch. Oi, habe ich das gemacht? Das ist ja cool. Das ist ja echt mega cool. Okay, die... Am Ende, wenn man immer das Ziel überquert hat... die Ziellinie überquert hat, ein Level abgeschlossen hat, da gab es dann immer diese komischen Blumenringe, wo man durchspringen konnte. Und wo kam er denn jetzt her? Hat er irgendwie so eine Abkürzung genommen? Boah, Yoshi, Yoshi sag ich schon. Luigi, das müsste Luigi da vorne sein. Nein! Oh, Larry! Larry, du Hoden! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum schieße ich nicht? Warum feuere ich nicht die Grüne ab? Alter, das ist doch zum Verzweifeln. Das ist zum Verzweifeln hier.
Das ist zum Verzweifeln. Ich dreh noch durch. Ey, wenigstens möchte ich hier Zweiter werden. Habe ich jetzt nur einen Stern, ne? Zweimal Zweiter. Das ist doch so schlecht. Ah, wir scheißen drauf. Auf jeden Fall coole Musik. Ja, eben anders, ne? Hier auf Yoshi halt bezogen. Finde ich ziemlich cool. Ich feiere es jetzt trotzdem, auch wenn ich nur zweimal Zweiter geworden bin. Da scheißen wir jetzt drauf. Aber die Strecke ist auf jeden Fall sehr nice. Wir haben da ja auch mehrere Welten quasi, mehrere Bereiche von Yoshi abgeklappert. Zum Beispiel auch diese Wolkenwelt. Da gab es ja auch ich weiß gar nicht, welche Welt das von Yoshi's Island war. Da war man ja auch oben in den Wolken unterwegs. So. Wir haben den Pokal. Leider nur ein Stern. Drei Sterne werden, wie gesagt, noch nachgeholt. Aber sehr cool, sehr coole Strecken. Und die Tatsache, dass Birdo dabei ist, freut mich sehr. Und es freut mich noch mehr, dass jetzt, ja, 5 Charaktere mindestens noch reinkommen werden. So, Leute, ich würde auch sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert mich oder beides. Das würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Payface. Ciao.